Hallo, liebe Museumsfreunde und liebe Museumsfreundinnen. Willkommen zu einer nächsten Folge How I Met the Hanse zum Thema Störtebeek Konsorten. Ich sitze hier zusammen mit Franziska Evers, wissenschaftliche Mitarbeiterin am EHM und als Kuratorin verantwortlich für diese Ausstellung, die inzwischen ausgelaufen ist. Genau, jetzt ist sie leider vorbei. Mir gegenüber sitzt Timo Knot, unser Mitarbeiter aus der Abteilung Bildung und Vermittlung. Ja, und heute wollen wir uns noch abschließend mit einem Thema befassen, was uns alle aktuell betrifft, von dem wir in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder gehört haben, nämlich Piraterie in der Gegenwart. Genau, also wenn wir an Piraterie der Gegenwart denken, dann haben wir meistens die Piraterie vor Somalia vor Augen. Und zwar gab es darüber ja auch schon verschiedene Filme, auch Hollywood-Filme. Da fällt mir direkt Captain Phillips ein. Und dieses Bild prägt sozusagen die Wahrnehmung der modernen Piraterie, würde ich behaupten. Genau, und das ganz anders als eben über die Piraten, über die wir zuletzt gesprochen haben, nämlich die Piraten der Karibik, bei denen wir eher was Romantisches, Abenteuerliches im Sinn haben, ist es heute eher so, dass man diese Piraten direkt verurteilt als üble Verbrecher. Und das natürlich auch nicht ganz zu Unrecht. Eben, nicht so ganz zu Unrecht, denn dieses ganze Geschäftsgebaren funktioniert ja auch etwas anders, als es, ich sag mal, damals, und damit meine ich die gesamte Zeit, über die wir bisher gesprochen haben, wie es sich damals verhielt. Genau, Somalia, vielleicht ein paar Punkte zu Somalia. Somalia, auch einmal Kolonie gewesen lange Zeit, noch, ich glaube, bis in die 60er Jahre hinein. Auch der Kolonialherr hat immer wieder gewechselt und danach kam, wie in vielen afrikanischen Staaten, leider eher eine Diktatur zustande. Die war lange Zeit stabil, bis dieser Diktator letztlich weggebrochen war. Und seitdem herrscht eigentlich in Somalia eine Art Bürgerkriegszustand, der sich eigentlich bis heute noch so erhalten hat. Das heißt, es ist sowieso ein sehr schwieriges Land. Politisch unstrukturiert, gilt heute als eines der großen Failed State, also einer der großen Staaten, die eigentlich ja komplett aus der Reihe tanzen, komplett unstrukturiert sind, wo viele sagen, da gibt es halt auch niemanden, der das Gesetz so richtig durchsetzen kann. So gibt es eben eine muslimische Organisation, beziehungsweise oder islamistisch könnte man auch sagen, die halt den Süden regieren. Dann gibt es zwar eine Regierung mit einem Präsidenten, die wohl aber relativ schwach sind, und im Norden, der wird vor allem beherrscht von unterschiedlichen Stämmen, von Clans, die dort das Sagen haben. Und in dieser ganzen Struktur sind dann nach und nach immer häufiger Piraten aufgetaucht, weil die wirtschaftliche Lage schwierig ist, man wenig Geld zur Verfügung hat, auch ja die Industrie, Wirtschaft und so weiter eigentlich total am Boden sind und auch durchaus kriegerische Auseinandersetzungen da stattgefunden haben, neben den Bürgerkriegen. Eine der bekanntesten Missionen oder Einsätze, auch durch einen Hollywood-Film bekannt, ist der Film Black Hawk Down, der in Mogadischu stattgefunden hat. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, der hat dann vielleicht so ein bisschen Vorstellung, wie es da vor einigen Jahrzehnten in Somalia zugegangen ist. Und in diesen ganzen Querelen kam dann noch die Problematik, dass viele der Fischer nicht mehr ihren Fang einholen konnten, wie sie es gewohnt waren. Das hat dann viel mit internationalem Recht zu tun und mit Hoheitsrecht. Das führt dann vielleicht ein bisschen zu weit. Aber das Problem allgemein war, dass vor der Küste Somalias jetzt internationale Fischfangflotten unterwegs waren und dort große Mengen des Fisches auch weggefangen haben. Und so eben die Fischer, die recht strukturiert waren und die auch immer regelmäßig Einkommen hatten, immer mehr mit schlechten Fangquoten zu kämpfen hatten. Genau, so fing das mal an. Bis zu einem gewissen Punkt kann man da ja auch nachvollziehen, dass da eine bestimmte Notwehr geherrscht hat. Mittlerweile hat sich das zu einem ganz perfiden System entwickelt. Das beherrscht ist halt von diesen Clanführern, von denen du gesprochen hast. Viele davon gar nicht vor Ort, also die großen, ich sag mal, Piratenkapitäne, die haben sich ins Ausland abgesetzt und verhandeln tatsächlich teilweise von Luxushotels in Paris aus. Das hat jetzt nicht mehr so viel damit zu tun, dass arme Fischer ihre Fischergründe verteidigen wollen, aber tatsächlich hat es so angefangen. Ja, in der Anfangsphase, da sprechen wir so über die frühen 2000er,
gibt es ja noch relativ wenige Unfälle und es wird nicht viel Lösegeld gefordert, was auch in Deutschland dann gar nicht so medial richtig aufgegriffen worden ist. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr 2009, da kam nämlich dieses Schiff, was uns hier im Hintergrund beisteht, ja, in die Geschichte ein sozusagen. Kannst du uns was dazu erzählen? Ja, kann ich. Also 2009 im April wurde die Hansa Stavanger entführt. Ein Schiff einer deutschen Reederei, Leonhard und Blumberg in Hamburg. Und das ist ziemlich krass in die Medien gekommen und wurde dort die ganze Zeit begleitet. Und mit die ganze Zeit meine ich, dass dieses Schiff insgesamt 121 Tage in Geiselhaft der somalischen Piraten war. Also ein deutsches Schiff, ein von einer deutschen Reederei ist da jetzt involviert und an Bord waren 24 Personen, die jetzt eben in diese Geiselhaft geraten sind. Und ein Problem, oder was war eigentlich das Problem der Hansa Stavanger? Vielleicht kannst du uns das so ein bisschen skizzieren, wie das Schiff jetzt ein Opfer werden konnte. Ja, man sieht das an diesem Modell ganz schön. Also es ist das Originalmodell der Hansa Stavanger, eine Leihgabe der Reederei Leonhard und Blumberg, also schönen Dank nochmal. Und hier sieht man, dass die Reling, dass es relativ niedrig ist, sodass es schon ein Risikofahrzeug ist, weil die Piraten gehen so vor, die haben halt kleine wendige Schiffe, die sogenannten Skiffs, mit meistens sogar zwei Außenbordmotoren dran, dass sie richtig schnell sind. Da ist nicht viel drin, da sind viele Tanks, um schön nachtanken zu können drin. Und so ganz einfache Baumarktleitern, die, wo am Ende sowas wie ein Enterhaken, sage ich mal, rangeflext wurde. Und damit fahren die dann hier ran und haken die Leiter ein und können dann so relativ schnell an Bord kommen. Bewaffnet sind sie vornehmlich mit Kalaschnikows, also günstige, robuste Waffe und teilweise auch Raketenwerfern, die, wie mir aber gesagt wurde, an Bord gar nicht so viel bringen, die sind mehr so zur Abschreckung, aber halt die kommen hier halt schwer bewaffnet an und haben es dann so geschafft, das Schiff unter ihre Kontrolle zu bringen. Deswegen gelten Schiffe, wo die Reling relativ niedrig ist, als Risikofahrzeuge. Genau, also die Reling, hier sieht man auch so einen ganz kleinen Maßstab, ist vielleicht so 10 Meter hoch, vielleicht sogar weniger, kommt wahrscheinlich auf den Wellengang auch an. Mhm. Also wirklich recht niedrig das Ganze. Und insgesamt ist die Hansa Stavanger tatsächlich auch nicht so ein großes Schiff. So 170 Meter ungefähr lang, da passen 1550 Standardcontainer drauf. Die ganz großen Schiffe, damit ihr mal so eine Vorstellung habt, die tragen so 11.000 Container und wiegen oder können dann bis zu 360.000 Tonnen, vielleicht sogar mehr inzwischen, weil die Schiffe noch größer geworden sind, tragen. Also auch eher die kleineren Schiffe, die dann Opfer werden, die ja auch nicht besonders wendig sind dann gegen diese kleinen Skiffs. Ja, vor allen Dingen, es geht ja diesen Piraten, geht es ja gar nicht um die Ladung. Also was man ja vermuten könnte, wenn man an früher denkt, ne, da ging es ja immer um die Ladung, teilweise auch um die Crew, je nachdem, was sie konnten. Aber hier geht es darum, Menschen in Geiselhaft zu nehmen und für die Lösegeld zu erpressen. Also ein sehr perfides System, was sich da entwickelt hat. Und die wissen auch ganz genau, wenn da deutsche Besatzungsmitglieder an Bord sind, und da waren ja auch Deutsche an Bord, dann kann man da noch mehr Geld rauspressen. Also schon richtig wirtschaftliches Denken auch dahinter. Genau, so ist es. Und das geht auch so weit, dass die ganzen Hintermänner die sämtliche Berichterstattung darüber nachverfolgen und sehen, wie medial präsent ist das gerade eigentlich. Und je medial präsenter so ein Fall ist, desto mehr Geld kann man ja auch nochmal erpressen. Jetzt die Frage, warum denn gerade vor der somalischen Küste? Ja, das ist eine gute Frage. Du hast ja schon erwähnt, dass Somalia ein Failed State ist. Das heißt, hier gibt es keine Zentralgewalt, sowas wie eine einheitliche Polizei, so wie wir das kennen würden. Hier beherrschen die Clans die Gebiete und dementsprechend macht da jeder, was er will, mehr oder weniger.
Und diese Route ist halt eine sehr beliebte Route. Also müssen uns mal vorstellen, weltweit der Warentransport findet zu 90% über Containerschiffe statt. Und die werden ja auch immer größer, du hast ja gerade auch schon Zahlen genannt. Das heißt, es gibt da einfach sehr viel Beute. Da fahren sehr, sehr viele Schiffe vorbei, weil es halt eine strategisch wichtige Route ist für die gesamten Verkehrsknotenpunkte, die großen Häfen. Wenn ich hier an China denke und so weiter, dann fahren da die großen Schiffe dran vorbei. Und zwar fast alle. Genau, also vielleicht für die, die es jetzt nicht so ganz visuell vor Augen haben. Das heißt, Somalia ist an der Ostküste Afrikas. Mhm. Und dort ist das Horn von Afrika. Das heißt, die eine Route kommt über den Indischen Ozean mit Schiffen aus den asiatischen Ländern und reisen weiter über das Rote Meer ins Mittelmeer. Das funktioniert bei den kleineren vor allem. Die größeren müssen hingegen dann die südliche Route rund um Südafrika und dann an der Westküste wieder hoch über den Atlantik oder eben vielleicht dann auch nach Europa weiterfahren. Genau, und daran sieht man ja auch, also wie wichtig Schiffsverkehr ist. Und wenn man verzweifelt ist als junger Somali und da kommt so ein Warlord an und sagt, hier kannst du richtig Kohle machen, wobei die es letztendlich ausführen, da tatsächlich am wenigsten bekommen. Hier hast du eine Waffe, mach mal. Dann ist das schnell gemacht, sage ich mal. Genau, die Waffenpreise sind ja auch sehr gering, hast du auch schon gesagt. Da kriegt man in der Anfangszeit, habe ich mal gehört oder wurde erzählt, hier bei einem Workshop, der vor Ort stattgefunden hat, da bekommt man so eine Kalaschnikow für unter $100. Ja. Noch ein bisschen Patronen dazu, dann ist so eine Crew recht schnell ausgestattet. Ja. Also ein paar tausend Dollar Investment und man kann so eine Crew letztlich eigentlich losschicken auf Geiseljagd sozusagen. Ja, und bei der Hansa Stavanger hat es dann dementsprechend lange gedauert, die Verhandlungen, weil man ja nicht mit den Piraten, die dort an Bord sind, direkt verhandelt hat, sondern mit den Hintermännern. Und man hat nicht einen Ansprechpartner, mit dem man die ganze Zeit verhandelt, sondern die haben ständig gewechselt. Und das Problem ist, wenn man verhandelt und sich auf eine Summe geeinigt hat, dann ist das nicht irgendwie fest verankert, sondern dann kann sich das am nächsten Tag noch wieder erhöhen. Und gerade bei deutschen Crewmitgliedern, da sind die Lösegeldforderungen am Anfang utopisch hoch und die Reederei muss da dementsprechend versuchen, einen Mittelweg zu finden zwischen, ich will die Crew hier schnell raus haben und wir dürfen nicht zu schnell jeder Forderung nachgehen, weil die würde dann immer höher gehen. Und das war das Problem, warum es so lange gedauert hat bei der Hansa Stavanger. Es gab auch zwischendurch eine Funkstille von 3 Wochen mit den Verhandlern, also für die Crew unerträglich, aber genauso auch für den Reeder, der da sitzen musste und verhandeln musste. Ja, und das ist alles gar nicht so einfach. Und dann muss man sich auch noch, ganz praktisch muss man dann denken, wie kriegt man dann, wenn man sich auf eine Summe geeinigt hat, wie kriegt man das Geld dann überhaupt dorthin, wo kriegt man so viel Bargeld her und wie übergibt man das etc. pp. Also da hängt ganz schön viel hinter, sodass es, hier hat es schon lange gedauert, aber das ist mittlerweile, hat man da, glaube ich, richtig Strategien entwickelt, wie man sowas schneller lösen kann. Ja, das dauerte schon lange. Ein prominenter Mann, Deutsch-Amerikaner, der war ja auch sehr lange in Geiselhaft in Somalia. Wie lange war er da? Weißt du das? Über 2,5 Jahre, fast 3 Jahre. Ja, 2,5 Jahre, ohne zu wissen, wie es wirklich weitergeht. Also er hat hier auch vor Ort mal ganz gut erzählt, wie das eigentlich war, wie er sich dabei gefühlt hat, wie man sich ja das Leben unter Piraten auch vorstellen muss. Michael Scott Moore heißt er und er hat ein tolles Buch geschrieben. Wir werden dich töten, heißt das. 977 Tage in Gefangenschaft, glaube ich, irgendwie so heißt es. Es ist wirklich sehr lesenswert, das empfehle ich jedem. Es ist wirklich sehr gut geschrieben. Jetzt nur die Überraschung, wie sieht es heute aus vor Ostafrika? So gut wie keine Überfälle mehr. Eigentlich in den letzten Jahren ja geradezu gar keine. Ja. Dieses Jahr gab es jetzt im ersten Quartal gerade mal einen einzigen. Und das passiert vor allem durch eine große Mission, die da vor Ort stattfindet. Genau, die EU-Mission Atalanta
Die schon seit, da muss ich ja, seit 2008 gibt es diese Mission und die sorgt sozusagen für Frieden vor der somalischen Küste. Man muss auch dazu sagen, es ist ein riesiges Gebiet, was als High-Risk-Area eingeschätzt wurde, sodass die Reedereien auch schon gewarnt sind, dementsprechend auch Maßnahmen ergreifen. Wir kommen da ja gleich nochmal zu, was kann man überhaupt tun als Reederei, um da Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Genau, aber durch die Atalanta-Mission ist das relativ befriedet mittlerweile. Es hat sich jetzt ein anderer Hotspot entwickelt und das ist tatsächlich die westafrikanische Küste und da vor allem der Golf von Guinea. Ja, der Golf von Guinea ist halt das Zentrum und die Überraschung ist eigentlich so ein bisschen, man könnte jetzt sagen, da ist halt auch so ein Fail-State, der dahinter steckt, aber das ist eben gar nicht der Fall. Mhm. Die meisten Piraten heutzutage, die dort aktiv sind, kommen aus Nigeria. Und Nigeria, um das nur mal so ganz kurz zu umreißen, ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Lagos, eine der Ballungszentren überhaupt Afrikas. Und Nigeria ist eben kein armes Land. Durch die Ölförderung sehr reich geworden. Ist es eben auch so, dass dort große internationale Firmen sitzen, wie Shell, wie Exxon, wie Agip und so weiter, die dort Öl fördern und vom Staat oder eben die Rechte dort einkaufen. Teilweise gibt es Ölplattformen außerhalb auf dem Meer. Und damit ist Nigeria nach Südafrika tatsächlich an zweiter Stelle von den höchsten wirtschaftlichen Einnahmen. Also tatsächlich ein relativ stabiles Land, auch schon seit vielen Jahren eine recht gefestigte Demokratie, die da vorherrscht, die da regiert. Und ja, eigentlich Stabilität da, zumindest im Süden. Im Norden ist dann noch der Boko Haram, da ist es ein bisschen komplizierter. Aber die Wirtschaftsregionen sind doch recht gefestigt zumindest. Genau, aber auch dort gibt es Gruppen, die Widerstand leisten gegen diese Ausbeutung der großen Ölfirmen. Und die haben angefangen, große Öltanker zu überfallen und sind mittlerweile aber auch dazu übergegangen, Containerschiffe zu überfallen und dort auch mittlerweile die Crew zu entführen. Also auch dort hat es angefangen, dass man dass es mehr so auf die Waren ging, die man sich runtergeholt hat von den Schiffen. Aber mittlerweile geht es auch dort um die Crew und um die Lösegelder, die man einfordern kann. Der Unterschied ist noch, dass hier die Crew selten an Bord bleibt, sondern in die Mangrovenwälder verschleppt wird, was dann sozusagen noch ein doppeltes Risiko für die Personen dort bedeutet. Und vor allem für die Verhandler die ganze Situation erheblich erschwert. Genau, ja. Und was man noch sagen kann, also du hast es jetzt ja schon skizziert, wie das allgemein Überfälle stattfinden, wie sie jetzt auch stattfinden stattgefunden haben vor Somalia. Vor Nigeria wird häufig auch berichtet, dass dort auch mit stärkerer Brutalität vorgegangen ja, wird. Ja, richtig. Also die greifen mit mehreren Skiffs an von verschiedenen Seiten, sodass man hat halt mittlerweile bewaffnete Security an Bord, also oftmals. Vor Somalia ist das schon Standard. Bei Nigeria darf man keine private Security-Firma an Bord holen. Man muss nigerianische Sicherheitskräfte an Bord holen. Dort besteht das Risiko, das Risiko, du weißt halt nicht, wen du dir da an Bord holst, was da weitergetragen wird an Informationen etc. an die falschen Leute. Und wenn die angegriffen werden, dann konzentrieren sie sich auf die eine Seite, aber auf der anderen wird dann auch angegriffen und die klettern hoch. Es gibt auch schon öfter Tote durch Schusswechsel, was vor Somalia eher selten ist. Wenn da die Security-Firma nur die Waffen zeigt, dann drehen die meistens schon ab. Also durchaus ein effektives und organisiertes Vorgehen gegen genau. die Schiffe. Jetzt hast du schon ein bisschen das Thema Prävention angesprochen. Ja. Du sagst schon, es gibt Securities an Bord. Große Security-Firmen, sozusagen Söldner-Mannschaften, die man offiziell mieten kann, ja. In England zum Beispiel. Genau, ja, die haben da schon ein relativ großes System. Es gibt eine riesige Versicherungsindustrie im Hintergrund. Also das Wichtigste ist aber, also in Deutschland für die deutschen Reedereien ist das 2010 gegründete Pirateriepräventionszentrum. Das gehört zur Bundespolizei. Und die beraten Reedereien ganz gezielt, machen eine Risikobewertung über die Routen. Sie schlagen technische Präventionsmaßnahmen vor. Da habe ich auch noch mal was mitgebracht aus der Ausstellung.
Das kann man jetzt nicht lesen wahrscheinlich, aber ich kann es ja mal erläutern, magst du mal mit festhalten. Also was man machen kann an Bord, ist zum Beispiel hier schon mal die Reling sicher mit einem elektrischen Sicherheitszaun und vor allen Dingen NATO-Draht, meistens sogar zweireihig, weil durch die eine Reihe kommt man relativ schnell durch. Das ist dann schon mal die erste Präventionsmaßnahme, wenn mit so einer Leiter da geentert wird. Dann gibt es mobile Wasserschläuche, dass man da die nochmal wegspritzen kann oder man... Also das klingt so banal, aber Seifenschaum, ne? Dass man hier gleich ausrutscht und gar nicht erst hochkommt. Wasserwerfer, das hat man im Film Captain Phillips auch ganz toll gesehen. Das wird da auch eingesetzt, aber bringt dann nicht viel. Natürlich versucht man damit maximale Geschwindigkeit oder indem man Manöver fährt, irgendwie Wellen zu schlagen und die abzuwenden. Auch das bewaffnete Sicherheitspersonal steht hier. Satellitentracking und Überwachungskameras, das sind... die offensichtlichen, ich sag mal offensichtlichen Präventionsmaßnahmen. Wichtig ist auch ein Panic Room, also der wird Zitadelle genannt, also ein Raum, der irgendwo versteckt ist im Schiff, in den sich die Crew zurückziehen kann, der sicher ist. Da macht man Codewörter und so weiter aus, da kommt dann auch keiner rein. Dann können die Piraten halt niemanden entführen und dann zerpflücken die das Schiff meistens, aber mehr geht dann halt nicht und müssen dann wieder von dann ziehen. Vor allen Dingen, die können das Schiff auch gar nicht fahren und steuern. Man macht einen Shutdown, macht alles vernebeln mit Nebelmaschinen. Also da gibt es schon verschiedene Präventionsmaßnahmen und da schult das Piraterie-Präventionszentrum. Außerdem bieten sie Vorträge, Seminare und vor allen Dingen auch Workshops an. Also Workshops einmal für Reedereien, an einem durfte ich auch mal teilnehmen, da haben wir das geübt, wie ist das in so einer Zitadelle, da wurden wir eingesperrt, ungefähr eine Stunde, es fühlte sich viel länger an und von draußen wurde gegen die Tür gehämmert, wurde nachgestellt, dass man mit einer Flex irgendwie rein wollte und Schüsse und Gesänge und Sprache, das wurde alles nachgestellt, es war schon sehr beklemmt. Dementsprechend muss so eine Zitadelle auch gut ausgerüstet sein, dass man da auch mehrere Tage überleben kann oder nicht nur überleben, man muss ja auch bei Verstand bleiben. Auch Workshops und das ist vielleicht für alle da draußen wichtig, die gerade vorhaben, irgendwie Weltumsegelung zu machen oder Sportbootfahrer, auch für diejenigen gibt es Workshops, in denen darüber aufgeklärt wird, was sollte man für Maßnahmen ergreifen, wie sollte man sich verhalten, also auch Verhaltensgrundsätze werden vermittelt. Es war auch ein sehr spannender Vortrag eines Polizeipsychologen dabei. Also da wird sehr, sehr viel gemacht. Vor allen Dingen auch bei akuten Fällen, da ist die Bundespolizei direkt zur Stelle. Und wenn so ein Überfall beendet ist, dann rückt die Kriminalabteilung dann an und nimmt tatsächlich also wirklich kriminologische Spuren, Fingerabdrücke, alles mögliche, DNA, dass man, wenn man tatsächlich dann irgendwann mal jemanden fängt, dass dem auch andere Überfälle nachweisen kann. Ja, das ist auch schon passiert. Genau. Zwei letzte Punkte würde ich noch gerne ansprechen. Das erste ist, wie sieht die Lage heute aus? Die Höchstzahl war 2012 mit 297 Überfällen. Mhm. Das war vor allem, als die Aktivität vor der somalischen Küste noch sehr extrem und unkontrolliert war. Wie sind denn heutzutage so die Zahlen? Also ich habe einen Bericht nachgeschaut vom International Maritime Bureau. Die geben halt immer die Zahlen raus und letztes Jahr, 2019, waren es insgesamt 162 Überfälle. Also es ist rückläufig. Wahrscheinlich, weil es so viele Präventionsmaßnahmen gibt und die Reedereien da auch schon gut geschult sind mittlerweile. Genau, aber es verlagert sich ja auch ein wenig. Und das finde ich ganz spannend. Wir haben jetzt die meisten Überfälle immer noch vor der afrikanischen Küste, aber es gibt eben auch noch andere Hotspots, andere Orte auf der Welt, wo Überfälle vorkommen. In Südamerika, in der karibischen Region zum Beispiel, da werden aber vor allem gerne Hobbysegler überfallen, mit ihren Yachten relativ leichte Opfer, sage ich mal. Aber ein anderer Hotspot entwickelt sich gerade so ein wenig. Indonesien, ne? Also da, da steigen die Zahlen langsam an. Aber es wird trotzdem noch nicht als so ein Risiko eingeschätzt, wie es zurzeit vor der westafrikanischen Küste ist. Also es ist noch keine High-Risk-Area, aber
Genau, also die Zahlen sind im Moment so, dass es dort leicht ansteigt, ja. Ja, also spannend wird es jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Wir sind ja momentan in so einer weltweiten Wirtschafts- und auch natürlich Gesundheitskrise mit der großen Pandemie. Und ja, man hört ja von überall immer mehr die Probleme, dass die Wirtschaft anfängt zu kollabieren, viele Arbeitslose. Und dann hoffen wir mal, dass sich das auf diese Situation der Piraterie nicht so sehr ausschlägt. Genau. Ja. Ja, ihr Lieben da draußen, das war jetzt unsere letzte Folge in unserer ersten Staffel How I Met the Hanse zum Thema Störtebeker und Konsorten, Piraten der Hansezeit, und darüber hinaus sind wir jetzt ja auch gegangen. Uns hat sehr viel Spaß gemacht, uns ein bisschen in die Fälle zu vertiefen und euch das ja so ein bisschen zu erzählen, was denn da für eigentlich für Personen auch hinterstecken, wie das alles so vonstatten gegangen ist. Mich oder uns würde mal interessieren, was interessiert euch denn noch so eigentlich an Hanse-Themen? Über was würdet ihr gerne mehr erfahren, wo wir dann vielleicht auch mal überlegen können, da könnten wir mit weitermachen. Genau, wir suchen noch Themen für unsere zweite Staffel und da sind wir immer offen. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Timo, und dann hoffen wir, dass wir bald wieder hier sitzen und über andere spannende Dinge sprechen können. Ja, ich danke dir auch, Franzi, und wir danken natürlich all den Leuten, die hier uns unterstützt haben, wie unseren wunderbaren Kameramann John. Ja, jetzt lacht er. Und ja, bis bald. Bis bald.